Hallo allerseits, bitte aktualisieren Sie mich mit den neuesten Informationen. Bittere Neuigkeiten für Florian Silbereisen. Der Schlagerstar muss sich vom Traumschiff verabschieden. Das Coronavirus bringt gerade gewaltig unseren Alltag durcheinander. Alle großen Veranstaltungen wurden abgesagt. Nur noch die nötigsten Geschäfte haben geöffnet. Auch Florian Silbereisen bekommt die Auswirkungen zu spüren. Erst musste er seine Show Schlager Love Story 2020 absagen und das gemeinsame Album mit Thomas Anders verschieben, jetzt der nächste Schock. Die Dreharbeiten für das Traumschiff müssen ebenfalls eingestellt werden. Auch wenn das Risiko einer Infektion an Bord des Traumschiffs momentan gering ist, wurde aufgrund der aktuellen Lage entschieden, den Drehplan anzupassen, teilt jetzt Sender ZDF mit. Die Dreharbeiten werden nach Abschluss der Folge Das Traumschiff Kapstadt pausieren. Es ist geplant, den Dreh der Schiffsszenen für die Folge Das Traumschiff Seychellen zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Die beiden Folgen mit Florian sollen eigentlich an Weihnachten und Neujahr 2020/21 über die TV-Bildschirme flimmern. Wann die Dreharbeiten fortgesetzt werden können? Und ob alles rechtzeitig fertig wird? Unklar. Kleiner Wermutstropfen für die Fans: am 12. April läuft Das Traumschiff Marokko im TV. Die Episode ist glücklicherweise schon im Kasten. Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.